Ein herzliches Ole Ole zu der Freundschaftsbegegnung Deutschland gegen Brasilien am Mittwoch, den 10. August in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Hier sehen wir das Olympiastadion in Berlin. Das kann man leider bei FIFA Online nicht anders einstellen. Am Mittwoch findet diese Begegnung statt. Das sollte mal ursprünglich die Abschiedsbegegnung, das Abschiedsspiel von Michael Ballack werden, aber durch die ganzen Spirenzchen, die da so gelaufen sind, Unstimmigkeiten zwischen dem Trainer Joachim Löw und Michael Ballack, gibt es da jetzt gar nichts mehr, noch nicht mal einen Handschlag oder sonst was. Und wir sehen jetzt hier eine ganz normale Länderspielbegegnung zwischen diesen beiden Klassiker-Mannschaften. Leider habe ich hier bei Brasilien die blauen Trikots. Eigentlich werden sie, denke ich mal, in den gelben Trikots auftreten. Aber das sollte uns hier nicht weiter stören. Jetzt legen wir mal los. Die Aufstellung wurde ja eben am Anfang einmal eingeblendet. Die habe ich hier übernommen aus dem Internet von kicker.de. Und ja, da sehen wir den ersten Schuss von Brasilien aufs Tor. Ziemlich harmlos für Manuel Neuer, der hier beim ersten Spiel für Bayern München, Pflichtspiel in der Bundesliga, gleich mal einen fatalen Fehler gemacht hat. Jetzt auch vielleicht hier mit dem Abwurf auf die brasilianischen Spieler. Nein. Und hat gleich mal bei seinem Debütspiel in der Bundesliga für Bayern München eine Niederlage gegen Gladbach einkassiert. 1:0 gab es da. Und trotzdem sind hier auch bei der Begegnung für den deutschen Kader 8 Spieler vom FC Bayern München nominiert. Das, obwohl bei Borussia Dortmund doch alles eigentlich ganz stimmig läuft und wir da den besten Fußball der Bundesliga zurzeit geboten bekommen. Aber trotzdem sehen wir hier Mats Hummels, der in der Innenverteidigung für die Nationalmannschaft spielt. Und später im Spiel auch nominiert Gündogan vom Borussia Dortmund. Ein gebürtiger Gelsenkirchener mit türkischen Wurzeln, der sich wahrscheinlich für die deutsche Nationalmannschaft entscheiden wird. Er kann dieses Spiel für die Nationalmannschaft spielen, aber kann auch immer noch für die Türkei auftreten, weil das hier nicht im Wettbewerb stattfindet. Und jetzt sehen wir hier die Brasilianer, die vorne gut Druck machen auf den deutschen Kasten. Die Abwehr hält hier aber noch gut stand und somit ist hier auch keine große Gefahr im Strafraum der Nationalmannschaft. Die letzten 3 Spiele ja gewonnen. Und die Brasilianer im Gegenzug haben bei der Copa America, ja, die sind ziemlich frühzeitig im Viertelfinale gegen Paraguay ausgeschieden nach dem Elfmeterschießen, in dem sie nicht einen Treffer gemacht haben. Also das war schon ziemlich kläglich, was die Brasilianer da geboten haben. Und ja, wir hoffen jetzt mal hier in dem Spiel, dass die Deutschen auch endlich mal einen Angriff starten können. Jetzt haben wir hier Santos und Neymar, den Juwel, der vom FC Santos höchstwahrscheinlich zu Real Madrid wechselt. Ich habe da heute was in der Zeitung gelesen, aber es ist, glaube ich, noch nicht in trockenen Tüchern. Also Neymar, der heiß begehrte Stürmer der Brasilianer auf dem Weg in die europäische Liga. Jetzt Gomez mit dem ersten Schuss aufs Tor und der geht direkt rein. Mario Gomez macht hier das erste Tor für die Nationalmannschaft in dem Spiel gegen die Brasilianer. Der erste Schuss, gleich mal ein Tor. Das ist Effektivität. Und die haben wir bei Mario Gomez am Wochenende gegen Gladbach ganz schön vermisst. 1:0 jetzt hier in der neu umgebauten Mercedes-Benz Arena in Stuttgart für die Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wann sie hier das letzte Mal gespielt haben. Ich weiß nur noch, eine gute Erinnerung gibt es auf jeden Fall an Stuttgart. Und das war bei der WM 2006 das letzte Spiel um Platz 3 gegen Portugal, ging, glaube ich, 3:1 aus für Deutschland. Und somit war Deutschland dann Dritter bei der WM. Und jetzt kommt hier Neymar. Neymar auf Manuel Neuer. Und der kommt raus und macht das genau richtig. Kein Verteidiger da. Diesmal nicht so wie beim Spiel gegen München, wo er mit wo er da ein bisschen in Clinch war und das hat nicht so ganz gepasst. Hier war es aber vollkommen richtig, da rauszugehen. Jetzt auf der linken Seite Podolski, der hier noch den Vorzug vor Schüle bekommen hat. Auf dem Weg zum Strafraum in der Mitte ist mal wieder Gomez bereit. Aber Podolski will es jetzt selber machen. Er schießt drauf und Cesar pariert hier diesen Ball. Und die Deutschen machen weiter. Druck jetzt hier mit Schweinsteiger. Und der schießt auf Götze. Götze, einer der drei Spieler von Borussia Dortmund hier heute auf dem Platz. Mario Götze auf der Außenposition. In der Mitte ist Müller. Götze außen ja auch ein sehr guter. Und jetzt kommt die Ecke nicht ganz an, geht durch
Und Gomez holt sich jetzt hier den Ball und ist jetzt verdammt dazu, die Ecke zu machen, die Flanke zu bringen. Aber die kommt nicht richtig an. Der Ball kommt bei Neymar an. Und jetzt der Gegenstoß durch Brasilien. Aber das klappt hier nicht so richtig. Durch den guten Druck, den die deutsche Nationalmannschaft hier macht, kriegen die Brasilianer den Ball hinten nicht raus. Und hier ist es richtig am Dampfen hinten bei den Brasilianern. Also, die müssen ganz schön aufpassen hier mit ihrer Abwehr. Lucio auch heute mit dabei und Maicon. Also, gute alte Veteranen der Mannschaft. Jetzt hier wieder im Strafraum Gefahr durch Müller. Aber der macht hier nichts. Der kommt nicht zum Schuss. Also gut abgewehrt. Durch den fünfmaligen Weltmeister. Und die stoßen jetzt vor. Vorne jetzt Robinho. Robinho und Pato vorne. Nee, das wird so nichts. Götze jetzt hat jetzt den Ball und leitet schon wieder den nächsten deutschen Angriff an über Müller. Der absolut unzufrieden mit der Leistung der Münchner war. Mit seiner Mannschaft, mit seiner Leistung und mit dem Abschneiden im ersten Spiel. So hat er sich den Beginn der Bundesliga nicht vorgestellt. Jetzt hier der Fernschuss auf Manuel Neuer, der hält hier aber gerade so und mahnt seine Verteidiger da. Ja, und das Ganze führt jetzt zum Eckball für Brasilien. Neuer kam schon ziemlich stramm aufs Tor, da musste Neuer abreihen lassen. Jetzt hier die Kopfballchance. Aber das wird so nicht genutzt. Oh, da kriegen die Deutschen den Ball nicht hinten raus. Jetzt vorne vielleicht auch Podolski. Und jetzt die Kontermöglichkeit. Götze, Gomez. Wieder Gomez. Oh, schöner Pass auf Götze, der da einwandfrei durchläuft. Mario Götze. Und Gomez, der jetzt hier hinten auch gut mitarbeitet. Das gefällt mir sehr gut. Götze jetzt mit der Flanke. Die geht aber direkt in die Hände von Julio César. Applaus hier im Stadion, das gefällt mir sehr gut. Die Stimmung hier in meiner Prognose ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich bin gespannt, wie es dann am Mittwochabend sein wird. Oh, jetzt gibt es hier ein paar Probleme, aber der Schiedsrichter pfeift hier zur Halbzeit ab. Und wir sehen hier eine deutsche Mannschaft, die hier wirklich souverän spielt. Und ja, mir gefällt das Ganze ganz gut. Beim letzten Spiel, Freundschaftsspiel, ich glaube bei der Vorbereitung 2006, gab es hier im Olympiastadion, weil wir hier gerade spielen, gab es ein Unentschieden, damals noch mit Klinsmann. Und ein 1:1 haben sie damals, glaube ich, gespielt. Aber ist auch egal. Hier sehen wir nochmal die Highlights und die breche ich jetzt ab und wir gehen direkt in die nächste Halbzeit rein. Und da sehen wir dann auch direkt die Auswechslung. So, einige Auswechslungen jetzt hier in dieser Freundschaftsbegegnung. Im echten Spiel werden es 5 Auswechslungen, glaube ich, geben insgesamt im Spiel. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen was geändert. Gündogan habe ich jetzt nicht ins offensive Mittelfeld gemacht. Ich habe den jetzt mal auf die Toni Kroos-Position hier gemacht. Also mit Schweinsteiger im defensiven Mittelfeld. Ich weiß jetzt nicht, ob das so optimal ist, aber ich bin damit zufrieden. Jetzt habe ich auf jeden Fall Schürrle hier auf der Außenseite, wie jeder sehen kann. Und der ist richtig schnell, aber die Flanke kommt ein bisschen zu weit hinter das Tor. Also die deutsche Mannschaft hier gleich wieder mit positiver Energie aus der Kabine raus. Und ja, eigentlich wäre es auch ein speziell, ja, persönliches Spiel für Kakao gegen seine, ja, gegen seine Brasilianer. Oh, jetzt sehen wir hier einen guten Angriff der Brasilianer. Aber der Schuss war auf Manuel Neuer viel zu schwach, als dass der hätte gefährlich werden können. Schön gemacht. Lahm jetzt hier außen. Und jetzt vielleicht mal Philipp Lahm mit Druck auf die Front. Philipp Lahm ja auch ein bisschen, kennt sich ja auch aus hier in Stuttgart. Hier hat er ja auch eine Weile gespielt. Unter Felix Magath damals noch. Und dann ist er ja zu Bayern München wieder zurückgegangen. Ich glaube, der war ausgeliehen. Also auch der kennt sich hier ein bisschen aus in Stuttgart. Und außerdem jetzt Marco Reus auf dem Platz. Ist der Marco Reus? Verdammt, ich weiß gar nicht. Egal, also jedenfalls ist Reus auf dem Platz. Der Sieger gegen Bayern München vom Wochenende. Jetzt Renato Augusto, auch ein Bundesligaspieler von Leverkusen. Am Wochenende verloren gegen Mainz. Hier für die Brasilianer auf dem Feld. Und Manuel Neuer fängt hier schon wieder den nächsten Ball. Also das alles hier gar kein Problem. Das war wirklich nur eine kleine Unsicherheit, wenn man das so mal sagen darf, vom Spiel letztes Wochenende. Und jetzt haben wir Mario Gomez mit Schweinsteiger hier im Zusammenspiel. Und Mario Gomez jetzt vielleicht mit einer Flanke nach vorne. Kommt da was Gutes an? Vorne ist Marco Reus und der will hier einen Kopfball machen, der kleine Bub mit einem Kopfball aufs Tor. Das nenne ich mal mutig hier gegen die Brasilianer. Und er kam sogar ran. Meine Herren, also nicht schlecht.
Maicon jetzt am Ball und Ramirez auf Außen. Und der lässt sich hier, ja, den Schneid abkaufen von Philipp Lahm. Der holt sich den Ball, aber der Ball geht ins Aus. Und jetzt weiter die Brasilianer am Ball. Und Schürrle holt sich hier den Ball schön. Er bekommt ihn schön jedenfalls. Und die rechte Seite der Deutschen ist jetzt auf jeden Fall ganz schön im Bedrängnis hier. Flam hält das eigentlich ganz gut, aber jetzt kommt er in der Mitte an. Große Gefahr hier. Wenn er da zum Schuss gekommen wäre, ich weiß gar nicht, wer da jetzt schussbereit eigentlich war, dann hätte es hier, glaube ich, geklingelt. Und ja, das Unentschieden ist meiner Meinung nach gerade hier in der Luft, weil die Brasilianer einfach zu sehr kommen können. Oh, da passiert es! Da ist der Ausgleich. Neuer hat hier keine Chance gegen Maicon, der da frei vor ihm steht und das Ding einfach nur noch vorbeipresst. Was Mats Hummels, der den Ball da nicht rausbekommen hat aus dem Strafraum, einfach mal direkt wegschießen. Wie wäre es damit? Schade, dass das so nicht geklappt hat. Jetzt heißt es für die deutsche Nationalmannschaft hier Ruhe bewahren und dann wieder weiter so machen, wie es am Anfang hier losging. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Mario Gomez mal wieder. Und Schürrle außen. Vielleicht jetzt mal mit einer besseren Flanke in die Mitte. Wen haben wir da? Schweinsteiger. Schweinsteiger kämpft hier weiter um den Ball und dann kommt da Götze an. Und will drauf schießen, aber diesmal hat der Keeper den Ball. Ah, schade, hat er den Ball nicht richtig konzentriert. Halten können und jetzt haben wir Neymar hier auf der linken Seite und die Mitte ist jetzt gerade absolut frei, da ist keiner, da ist keiner, das gefällt mir gerade überhaupt nicht in der Verteidigung hier und dann solche Fehlpässe, das darf nicht passieren. Reus hat sich jetzt irgendwie den Ball geschnappt, man weiß nicht warum und wie, aber er hat es geschafft und vorne wäre jetzt Gomez eigentlich frei und bereit gewesen, aber das hat irgendwie kein anderer Spieler so gesehen, nur ich anscheinend. Oh, so ein Fehlpass. Darf nicht passieren. Jetzt müssen die in einer Abwehr aufpassen. Rubinho jetzt am Ball. Vorne läuft sich Neymar frei. Er läuft sich frei, aber Rubinho schießt hier direkt auf Neuer seinen Kasten. Und es steht weiter 1:1. Und das Spiel geht nur noch 10 Minuten. Ist natürlich vorbei, wenn es hier unentschieden steht. Da gibt es keine Verlängerung. Die deutsche Nationalmannschaft ist jetzt viel zu offensiv eingestellt. Da kommt der Schuss und da ist der Treffer für die Brasilianer. Neymar macht den Treffer. Kein Spieler hinten, viel zu offensiv eingestellt. Manuel Neuer kommt nicht raus, ist zu weit hinten. Und dann klingelt es hier im Kasten der Nationalmannschaft. 2:1 oder aus Sicht der Deutschen 1:2. Das ist bitter, vor allen Dingen nach der 1:0 Führung hat man hier sich gedacht, na, das sieht doch ziemlich gut aus, das Ganze, aber falsch gedacht. Jetzt heißt es hier aufwachen. Und Ramirez bekommt er den Ball nicht, weil Philipp Lahm gut aufgepasst hat. Oh, jetzt hier der Pass zurück. Verwirrung da bei Manuel Neuer, aber der kann ihn doch noch sichern. Applaus hier im Publikum für die Aktion. Für die Rettungstat. Und jetzt müssen wir hoffen, dass die Deutschen hier vielleicht einen Konter setzen können, weil Brasilianer gerade gut Druck machen. Oh, Mats Hummels kann den Ball nicht sichern. Und hier der Ball kullert aufs Tor. Manuel Neuer hat ihn jetzt aber... Muss jetzt hier mal die Taktik ein bisschen umstellen. Dass hier vielleicht noch irgendwas geht. Aber da haben sie Glück, die Brasilianer. Da haben sie Glück, dass der Ball dann wieder vor sie troppelt. Und jetzt hier das gleiche auch nochmal für die Deutschen. Schön jetzt gesehen. Schürrle wieder außen. Jetzt hat Schürrle wieder Platz. Schafft er jetzt mal eine Flanke nach vorne? Schafft er jetzt eine Flanke? Nein, diesmal geht er selber rein und will vielleicht selber drauf schießen. Der Ball prallt durch. Der kommt durch. Der Torwart lässt abprallen. So war's. Und jetzt Marco Reus da außen. Vielleicht ein schöner Schuss. Aber auch den hält Cesar wieder. Also wir sehen hier eine gute deutsche Mannschaft, die sich nicht hängen lässt. Und die versucht weiter Druck aufs Tor zu machen. Auch nach dem Rückstand. Jetzt haben wir den Schweinsteiger am Ball und der schießt auch nochmal drauf. Aber der Ball auch viel zu ungefährlich aufs Tor. 90. Minute. Die Brasilianer führen hier 2:1 und das Spiel wird auch abgepfiffen. 2:1 endet die Begegnung. Ja, damit ist meine Prognose zu Ende. Und ganz ehrlich, ich finde es nicht so unrealistisch. Aber da ich Deutschland-Fan bin, ganz offensichtlich natürlich, hoffe ich, dass die Begegnung andersrum ausgeht. Also ich hoffe hier auf ein 2:1 zu Deutschland. Ansonsten war die Prognose extrem realistisch, muss ich mal sagen. Und ich hoffe es
es hat euch gefallen. Also ich fand sie sehr gut und ich hoffe, ihr wollt, seid weiter dabei. Und wenn ihr mich noch nicht kanntet, dann abonniert noch meinen Kanal und ansonsten den Daumen hoch drücken. Da würde ich mich freuen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti.